Sind Sie deswegen zur Bundespolizei gegangen, um sowas zu machen? Attest einfach so gleich, gleich. Was soll das? Das nochmal beglaubigen zu lassen. Die weitere Folge ist eine Hyperinflation. Teste an Zweifel. An Zweifel nicht die Echtheit ihrer Uniform an. So, Polizeimütze raus, bitte. So, jetzt haben wir hier auch was zu sagen. So, bitte so. Abmarschieren. Achtung, Achtung. Hier spricht die Glühweinpolizei. So, jetzt haben wir auch eine Mütze. Kehrt Marsch, Abflug. Als ich damals zur Armee gegangen bin, habe ich mir den Job auch anders vorgestellt. Also Sie wollen es beschützen oder festhalten? Ich hoffe beschützen. Gehen wir mal beim Beschützen auf. Bitte nicht anfassen. Keine Gewalt. Ist okay. Keine Gewalt. Alles gut. Keine Gewalt, bitte. Keine Gewalt. Wenn er alleine geht, geh ich noch. Ja, wenn Sie alleine gehen, dann kann ich Sie auch los. Geh jetzt eine rauchen, Mike. Ich stehe hier seit einer Stunde. Ich bin 2 Stunden aus Berlin hierher gefahren. Stehe hier seit einer Stunde. Und wenn ich jetzt keine rauche, dann drehe ich langsam durch. Haben Sie das verstanden? Jetzt können Sie ja nicht durchgehen. Bitte nicht anfassen, wenn es möglich ist. Ja? Bleiben Sie einfach ruhig stehen. So, was wünschen Sie? Was Sie wünschen, habe ich gefragt. Haben Sie die Frage verstanden? Also ich gehe jetzt einfach, wenn Sie mir nicht antworten. Kurz mal wenden, bitte. Nein, ich gehe jetzt einfach. Also wenn Sie mir nicht antworten und mir sagen, was los ist, dann gehe ich einfach. Ja, das macht ja keinen Sinn. So siehst du nach der Impfung auch aus. Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.